Hallo ihr lieben Gartenfreunde, ein ganz kurzes Update zu meinen Pflanzen, die ich zum Überwintern mit reingenommen habe, beziehungsweise in meinem Wintergarten gestellt habe. Also das ist ja die Chili Rocotto, die habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist eine Tomate, die heißt sich Sibirischer Dreier, das ist eine Paprika, die davor steht. Und ja, da sind noch ein paar grüne Tomaten, aber im Großen und Ganzen sieht die Spitze der Tomate gut aus. Ich zeige euch auch unten, wie es ausschaut. Alles andere als gut. So, und sämtliche Paprikapflanzen, die ich auch mit rein habe, also die sind schon recht groß. Also ich denke, die haben ihre... Ah ja, genau, seht ihr da eine Farbveränderung? Wenn man genau hinguckt, sieht man das gut. Ja, die Farbveränderung ist sichtbar. Auf jeden Fall werden die wahrscheinlich reifen und ich könnte sie sogar noch ernten. Ich habe mir eigentlich nicht viel versprochen von meinen Pflanzen, die ich hier rein habe. Ich wollte einfach ein Experiment machen. Wie ihr seht, die waren recht klein, die werden jetzt größer, also sie wachsen auf jeden Fall und bei denen sieht es eh gut aus. Tomate, naja, mal schauen. Diese Paprikapflanze, die hat auch ein paar Früchte. Ob die was werden, ich weiß auch nicht, welche Sorte das ist, obwohl auf dem Eimer steht ja die Nummer. Das ist Rocotto, das habe ich euch schon gezeigt, die natürlich nicht, das ist von der vorderen. Also so sehen die Pflanzen aus, wie ihr seht, ja, besonders gesund sind sie nicht. Die Blätter hängen, welken. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe hier blattläustechnisch noch nichts Großartiges gesehen. Also ich beobachte sie jetzt nicht sehr streng, aber es ist kaum was sichtbar und ja, ich finde, das ist ein Problem weniger in dem Sinne. Ich zeige euch mein Thermometer. Ich habe mir extra so ein Gewächshausthermometer geholt. Hier drin sind es jetzt 11,2 Grad. Das ist mein Wintergarten. Die kälteste Temperatur hatten wir heute Nacht 5,8 hier drin. Natürlich ist das keine Temperatur für Paprika oder geschweige denn Tomaten. Das ist eine Tomate, ihr seht, die sieht auch nicht schön aus, also die Pflanze sowieso. Und da hinten, ah ja, die ist, das war mal eine, also die kommt jetzt weg. Und ja, das ist wahrscheinlich für meine Pflanzen auch eine Qual dementsprechend. Mal schauen, wie lange die Pflanzen das hier noch schaffen in meinem Wintergarten, wie lange ich es aushalte und wie lange sie es aushalten. Aber sowas macht mich auf jeden Fall optimistisch. Die verändert ihre Farbe, die Paprika. Und hier hat auch eine gereift. Das sind zwar kleine, aber hey, im Dezember, auch wenn es kleine sind, Paprika ernten, ist doch wohl schon eine tolle Sache. Das ist draußen. Ich zeige es, wie es ist. Wir haben immer noch Schnee. Wir hatten sehr viel Schnee. Und vergangene paar Tage hatten wir Nächte bei minus 12 und minus 15 Grad. Aus diesem Grund war das Heizen hier natürlich ein Thema. Ich habe geheizt mit einem kleinen Elektrogerät und ich hatte hier, ich glaube, zwischen 6 und 10 Grad plus nachts, trotz draußen minus 15. Also das war... Das musste einfach sein für die Pflanzen. Aber hier ein kurzes Update dazu. So sehen sie aus. Wir haben schon Dezember. Heute am Nikolaus sehen meine Pflanzen zum Überwintern so aus. Ja, für alle, die das Experiment wagen, in Zukunft oder auch dieses Jahr es mit dem Überwintern aufnehmen von Pflanzen. Ich zeige es euch. Vielleicht hilft meine Erfahrung weiter. Also es ist schwierig, allgemein Pflanzen zum Überwintern haben. Beziehungsweise es ist vielleicht nicht schwierig in Italien, wo der Winter recht warm ausfällt und wo man nicht so viel Arbeit damit hat. Aber bei uns in Deutschland sehr dunkel, also es ist im Winter überwiegend bedeckt bei uns. Der Tag ist sehr kurz und die Temperaturen wie jetzt tagsüber plus 2, plus 3 und nachts wirklich noch minus, ist es halt auch eine Kostenfrage, weil man dann die ins Warme muss oder zusätzlich Beleuchtung schaffen soll. Und wenn man das alles auf sich nehmen möchte, dann klar, ansonsten überlegt es euch gut, weil auf der anderen Seite muss ich sagen, erwachsene Pflanzen, so wie die große Paprikas hier,
die kommen mit der dunklen Jahreszeit recht besser zurecht als kleine Setzlinge. Wegen den kleinen Setzlinge, die ich auch schon gezeigt habe, dass ich welche habe, zeige ich in einem anderen Video, sonst wird das ein bisschen zu lange. Und das muss ich auch abends filmen, weil man da wunderbar auch die Zusatzbeleuchtung sieht. Ja, abends, wir haben ja schon 5 Uhr dunkel, also muss ich nicht so lange warten. Aber hier einfach meine Erfahrung zu diesem Thema, überwintern Tomaten, Paprika. Ich finde, für mich ist nur meine Erfahrung, Paprika überwintert leichter als Tomate. Also Tomate hat ja wahrscheinlich mehr Ansprüche. Also die Blätter sehen relativ okay aus, aber das sind auch neue, frische Blätter. Hier unten habt ihr gesehen, ist alles andere als schön. Genauso zeigen sich auch meine Setzlinge, aber das zeige ich euch. Und wie gesagt, die Temperatur und die Feuchtigkeit spielt natürlich eine große Rolle auch dabei, aber hier wisst ihr ungefähr, wie es bei mir gerade aussieht, wer das nächstes Jahr macht oder dieses Jahr. Oder wer das schon mal gemacht hat, schreibt eure Erfahrungen, wie es bei euch aussieht, blattläusetechnisch oder allgemein, wie sehen die Pflanzen aus oder habt ihr schon aufgegeben? Ich gebe nicht auf, weil mal schauen. Vielleicht bin ich im Februar anderer Meinung, aber noch sieht es so aus. Und hier nebenbei meine grüne Ecke. Ich weiß, die ist ins Bild gekommen. Ich brauche einfach immer ein Grünzeug und bei dem Schnee da draußen ist es nicht möglich. Deswegen habe ich hier Hälfte Schnittlauch und auf der Hälfte habe ich es mit dem Knoblauch probiert, mit kleinen Samen. Ich habe dieses Jahr recht viele gehabt. Ich habe auch welche im Boden gesteckt, aber ich habe auch hier welche rein. Mal schauen, wie die sich tun und die kommen dann im Frühling in mein Gartenbeet.